Ich werde nun alles veröffentlichen. Die geheimen UFO-Akten, Bilder, Aufnahmen, Fotos und Videos. Eine vollständige Offenlegung. So die Worte von Donald Trump, wenn er denn sein Wahlversprechen einlöst. Und tatsächlich gibt es da so einige interessante Aussagen, die darauf hindeuten, dass er es auch wirklich tut. Schauen wir uns heute also an, was denn die UFO-Gemeinschaft von Trump zu erwarten hat. Wird es schon sehr bald zu einer großen Offenbarung kommen? Das und sehr vieles mehr erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, alles sieht danach aus, als würde Donald Trump der 47. Präsident der USA werden. Und da stellt sich auch für die UFO-Gemeinschaft eine ganz bestimmte Frage. Wird er sein Wahlversprechen einlösen? Dieser sagte nämlich erst vor wenigen Tagen, dass sollte er wiedergewählt werden, er sich nicht nur um die Veröffentlichung geheimer UFO-Akten bemühe, sondern dass es auch geschehen werde. Es werden Bilder, Aufnahmen, Fotos, Videos und geheime Akten zu bisher verschwiegenen UFO-Vorfällen veröffentlicht werden. Was kommt da also alles auf uns zu? Dürfen wir uns Hoffnung machen auf eine vollständige Offenlegung? Schließlich fällt seine Amtszeit ja ebenfalls in das immer wieder diskutierte Jahr 2027. Versteht, dass es kaum einen anderen Präsidenten gab, der so viele Worte zum Thema UFOs und Aliens verlor. Die einen sagen, es liege einfach nur an seinem exzentrischen Auftreten, die anderen aber, dass er während seiner ersten Präsidentschaft etwas in Erfahrung bringen konnte. Und ich will heute erst gar nicht damit anfangen, ob es die richtige Wahl war, ihn erneut zum Präsidenten zu wählen. Ich habe da zwar auch meine ganz persönliche Meinung zu, aber die behalte ich natürlich für mich, wie ihr bitte auch. Das ist hier einfach der falsche Kanal für politische Diskussion. Schauen wir uns also an, was Trump über UFOs weiß, was er in seiner letzten Amtszeit getan hat und ob es da tatsächlich irgendetwas gibt, das ihn dazu befähigt, sein Wahlversprechen einzulösen. Werfen wir dazu aber erst einmal einen Blick in die Vergangenheit. Auch schon während seiner ersten Amtszeit äußerte sich Donald Trump immer wieder zum Thema UFOs und Aliens. So auch in einem Telefoninterview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News im Jahr 2020. Trump sprach dort über ein spezielles Gremium zur Untersuchung nicht identifizierter Luftphänomene, das heute allseits bekannte Arrow, und dass er bereit sei, militärisch zu reagieren, falls diese Objekte eine Bedrohung darstellen sollten. Ich werde mir das ganz genau ansehen. Ich sage Ihnen eines, wir haben jetzt eine Militärmacht geschaffen, wie sie es in puncto Ausrüstung noch nie zuvor gegeben hat. Wir haben die Waffen, die wir haben, und ich hoffe und bete zu Gott, dass wir sie nie einsetzen müssen. Tatsächlich war Trump auch für die Schaffung eines neuen militärischen Zweiges verantwortlich, der sogenannten Space Force, zum Zweck der Vorherrschaft im erdnahen Weltraum. Einige Medien vermuteten gar, dass diese Einheit geschaffen wurde, nachdem der Präsident Zugang zu Geheimnissen und sensiblen Informationen hatte, bezüglich des UFO-Themas, einschließlich des Roswell-Vorfalls, wie es heißt. So informierte laut Angaben der New York Times ein Pentagon-Beamter Trump über höchst ungewöhnliche Entdeckungen, darunter Materialien, die aus Fahrzeugen geborgen wurden, die nicht auf diesem Planeten hergestellt worden seien. Erst im letzten September, vor wenigen Monaten, meldete sich Trumps ehemaliger Sicherheitsberater zu Wort, der Drei-Sterne-General Herbert Raymond McMaster. So sagte dieser in der HBO-Sendung Real Talk: Früher wurden UFOs nur von Farmern irgendwo im Nirgendwo gesichtet. Heute ist es Navy-Personal, das von Sichtungen berichtet, die sie sich einfach nicht erklären können. Meine Tochter drängt mich immer wieder, ihr die Sache mit den Aliens zu bestätigen und meint, komm schon, ich weiß, dass du da was weißt. Und ja, da gibt es gewisse Dinge, die nicht erklärt werden können. Ich selbst weiß nicht, welche Erklärung es für diese völlig unerklärlichen Dinge geben könnte, aber ich kann sagen, dass es da Phänomene gibt,
Sie wurden von mehreren Zeugen gesichtet und sie sind mit der uns zur Verfügung stehenden Wissenschaft einfach unerklärlich. Scheint es nach Trump zu gehen, wird die USA also wie wildgewordene Cowboys auf UFOs und Aliens schießen. Naja, wenn sie denn eine Bedrohung darstellen. Interessant ist, dass es tatsächlich Trump war, unter dessen Führung die Space Force ins Leben gerufen worden ist. Weiß er also doch mehr, als er sagen kann? Und womit können wir in Zukunft rechnen? Sollte ich gewählt werden, werde ich UFO-Material veröffentlichen. So Donald Trumps Aussage kurz vor der Wahl. Nun scheint er tatsächlich der nächste Präsident der USA zu werden. Und die UFO-Gemeinschaft fragt sich, ist es nun endlich soweit? Werden wir schon bald nie zuvor gesehene UFO-Aufnahmen zu Gesicht bekommen? So eindeutig, dass es sich nicht mehr leugnen ließe. Tatsächlich hat Donald Trump erst vor 2 Wochen versprochen, die Katze aus dem Sack zu lassen, bezüglich unidentifizierter Flugobjekte. Er wolle geheime Regierungsdokumente zu diesen kontroversen Themen freigeben, falls der Wähler ihn wieder wählen sollte. So sagte Trump in einem Interview mit Lex Fridman. So a lot of people want to know, will you help push the Pentagon to release more footage, which a lot of people claim is available? Oh yeah, sure, I'll do that. I would do that. I'd love to do that. Oh ja, sicher, das werde ich tun. Das würde ich sehr gerne tun. Das muss ich auch tun. Einige Leute sind auf mich zugekommen und haben mich gebeten, nicht alles zu veröffentlichen. Jetzt werde ich dies aber sehr früh tun, direkt nach meiner Amtseinführung. Ja, das würde ich machen. Schon im September 2023 sagte Trump, dass ihn das Militär, als er zwischen 2017 und 2021 im Oval Office saß, privat über UFOs unterrichtet habe. Hochrangige Generäle, die sie mit ihren eigenen Augen gesehen hätten. Im Sommer dieses Jahres äußerte sich Trump bezüglich des UFO-Themas ebenfalls im Podcast von Logan Paul. Neben der aktuellen Kandidatur für eine weitere Amtszeit ging es in dem Interview ebenfalls um UFOs und Aliens. Ich möchte mit Ihnen über außerirdische UFOs und die Informationen sprechen, die kürzlich im Kongress enthüllt wurden. Für viele Amerikaner ist es verwirrend und beunruhigend, weil irgendetwas zu geschehen scheint. Es gibt unbekannte anomale Phänomene am Himmel und wir wissen einfach nicht, um welche es sich handelt. Wissen Sie etwas darüber? Das ist eine Frage, die ich häufig bekomme und die sehr interessant ist. Ich habe mit Kampfjet-Piloten gesprochen, die ihnen sehr ähnlich sehen, allerdings mit kürzeren Haarschnitten. Manche sind eher wie du, etwas robuster, aber es sind normale Menschen. Sie sind weder Verschwörungstheoretiker noch Verrückte und sie erzählen mir Geschichten über Dinge, die sie gesehen haben und nicht glauben wollten. Das sind keine Leute, von denen man annehmen würde, dass sie Dinge erfinden. Sie erzählten mir zum Beispiel, dass sie etwas Kugelförmiges gesehen hätten, das sich 4-mal schneller bewegte als ihr superschnelles Kampfflugzeug. Und ich sah ihnen in die Augen und sie meinten es wirklich ernst. Ich rede mit den Leuten darüber, ich hatte Besprechungen darüber und sie werden ihnen sagen, dass etwas passiert. Sie sagen, dass diese Dinger sich 4-mal schneller bewegen als mein wunderschönes hochmodernes Flugzeug. Sie sagen, dass sie sich sehr schnell und ohne erkennbares Antriebssystem bewegen. Sie erzeugen angeblich ihre eigenen Gravitationsfelder. Sehr intelligente und ernsthafte Menschen haben gesagt, dass sie glauben, dass da draußen etwas ist und dass es Sinn macht, dass es so etwas geben könnte. Wird Donald Trump also der Präsident sein, der alle UFO-Akten offenlegt während seiner Amtszeit, die ebenfalls ins Jahr 2027 fällt? Tatsächlich gibt es da zurzeit 2 verschiedene Lager in der UFO-Gemeinschaft und auch Trump selbst hat sich bereits geäußert, was er denn überhaupt von UFOs und Aliens auf der Erde hält. Aber seht wie immer selbst. Nick Pope, der ehemalige Leiter des britischen UFO-Untersuchungsbüros, sieht in Trump eine große Chance, dass es sehr bald zu einer großen Offenlegung komme. So sagte er nun in einem Interview mit The Sun. Es besteht die starke Überzeugung, dass die US-Regierung etwas Konkretes weiß und es veröffentlichen könnte, insbesondere wenn Trump wieder im Amt ist. Viele sehen in Trump einen Unruhestifter und Populisten, der weniger dem tiefen Staat oder Karrierebürokraten verpflichtet ist.
Im Gegensatz zu anderen Politikern könnte er möglicherweise auf eine vollständige Offenlegung drängen. Er hat bereits völlige Transparenz über JFK versprochen. Daher ist es vernünftig anzunehmen, dass er dasselbe mit UFOs tun könnte. Der renommierte Ufologe Steve Bassett hält allerdings dagegen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es mit Trump weitaus schwieriger werde, zu einer kompletten Offenlegung zu gelangen. So glaubt er, dass Kamala Harris die geheimen UFO-Akten eher der Öffentlichkeit zugänglich machen würde, als es Trump tun würde. Er sagt, es liege daran, dass die Demokraten stärker darauf gedrängt haben, einen Gesetzesentwurf durch den Kongress zu bringen, und Harris würde der Linie ihrer Partei folgen. Die Demokraten und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, haben einen Gesetzesentwurf unterstützt, der besagt, dass die Regierung bereit sein sollte, in dieser Angelegenheit transparent zu sein. Bassett geht aber auch davon aus, dass beide Kandidaten geheime Akten veröffentlichen würden. Nach der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs werde der Druck der Öffentlichkeit so groß sein, dass ein amtierender Präsident gar keine andere Wahl hätte, als die Offenlegung zuzulassen. Doch was sagt Donald Trump selbst zu UFOs und Aliens auf der Erde? Wird er schon bald sein Wahlversprechen einlösen? Die Freigabe eindeutiger Aufnahmen, hat er diese bereits schon sehen können? Ist dies der Grund, dass er auch die ganze Welt an seinem Wissen teilhaben lassen möchte? Material, das ganz eindeutig zeigt, dass wir nicht alleine sind? Im erst kürzlich abgehaltenen Interview mit Logan Paul hat uns Trump auch seine ganz persönliche Sicht auf das UFO-Thema offenbart. Wissen Sie, es hat mich nie überzeugt. Aus irgendeinem Grund ist es einfach nicht mein Ding. Aber viele Leute glauben, dass es wahr ist. Viele sehr wichtige Menschen glauben, dass es wahr ist. Das klingt für mich eher nicht danach, als wisse Trump da etwas mehr. Ob er nun tatsächlich sein Wahlversprechen einlösen wird, ja, das werden wir wohl erst in der Zukunft erfahren. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen kleinen Überblick über das Thema Trump und UFOs geben. Aus den Kommentaren weiß ich nämlich, dass es hier den ein oder anderen ganz besonders interessiert. Und wenn das auch für den Rest gilt, so gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!